Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist der 24. Februar. Das ist Ihr täglicher Nachrichtenhappen und heute geht es um Corona-Hoffnungen, die Fahrschulen und die Ulmer Bahnhofspassage. Der Nachrichtenhappen mit Lara von Dohlen. Ab heute können Lehrer und Kita-Beschäftigte gegen Corona geimpft werden. Dafür sollen hunderttausende ungenutzte Impfdosen von AstraZeneca verwendet werden. Es tut sich auch noch mehr in Sachen Selbsttestangebot und die Kassenärzte machen Tempo, was das Impfen in Praxen angeht. Mitte des zweiten Quartals, also Ende April, Anfang Mai, könnte es damit losgehen, sagt der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gassen. Dann dürfte endlich ausreichend Impfstoff da sein und das Impfen selbst dürfte dann gar kein Problem sein, sagt Gassen. Das ist kein Hexenwerk, das ist Tagesgeschäft der Praxen. Insofern kann man das Signal senden, das wird funktionieren. Damit das auch wirklich klappt, müssen die Praxen auch mit ausreichend Spritzen, Kanülen, Lösungsmitteln und so versorgt werden. Da laufen die Planungen für einen stabilen Nachschub. Die Kassenärzte hoffen, dass es einfach mit Termin funktioniert. Dass also, wenn die Praxen mit den Impfungen loslegen, nicht mehr nur bestimmte Gruppen dran sind, sondern wirklich alle. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gassen. Die Priorisierung, die jetzt für sehr viel Verdruss sorgt, diese Priorisierung wird natürlich mit angemessener Impfstoffmenge im Grundsatz inhaltlich nicht mehr notwendig sein. In den Praxen soll dann nicht nur der leicht zu lagernde Impfstoff von AstraZeneca verimpft werden, sondern auch der von BioNTech und Pfizer. Auch wenn die Lagerung mit der stärkeren Tiefkühlung schwieriger ist. Zweites großes Thema heute, Selbsttests. Heute wurden die ersten drei Selbsttests zugelassen. Die zuständige Behörde hat vor der Zulassung nicht nur geprüft, dass die Tests auch zuverlässig klappen, sondern auch, dass sie leicht anzuwenden sind. Durch einen Abstrich im vorderen Nasenbereich, wie es heißt. Also Stäbchen in die Nase und das nicht bis zum Anschlag, sondern ganz entspannt. Es soll auch einfach verständliche Bedienungsanleitungen geben. Die Tests sollen schon in den kommenden Tagen zu kaufen sein. Gesundheitsminister Spahn sagt, solche Selbsttests sind sinnvoll, wenn man zum Beispiel zum Friseur geht oder irgendwann wieder ins Theater. Etwas mehr Sicherheit bieten trotzdem nach wie vor die Tests, die geschultes Personal vornimmt. Die sollten weiter genutzt werden, damit man seine Oma besuchen kann oder auf Reisen geht, sagt Spahn. Der musste ja bei seinen kostenlosen Schnelltests zurückrudern. Da wollen Bund und Länder jetzt am 3. März entscheiden, wann die kommen. Also die kostenlosen Schnelltests kommen bald, aber die Selbsttests im Supermarkt, die könnten schon in den kommenden Tagen in den Regalen stehen. Die Tests soll es bald zu kaufen geben, womöglich auch beim Discounter um die Ecke. Entsprechend hat sich Spahn geäußert. Zum Thema Gratistests sagte er, dass er das von den Marktpreisen abhängig machen will. Soll heißen, kostet ein Test 2 Euro, müssen wir das wohl selber zahlen. Kostet ein Test allerdings 10 Euro, dann könnte es passieren, dass der Bund zahlt oder zumindest einen Teil des Preises erstattet. Aber das ist wirklich noch völlig offen. Erfahren Sie aber natürlich bei Donau 3 FM oder hier im Nachrichtenhappen, sobald wir mehr wissen. Der Nachrichtenhappen. Was wurde eigentlich aus? Den Fahrschulen. Letzte Woche haben sie mit einem Autokorso in Stuttgart demonstriert und es hat sich wohl gelohnt. Fahrschulen in Baden-Württemberg dürfen nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs vom 1. März an, also von Montag an, wieder reguläre Fahrschüler aufnehmen. Damit hat sich eine Fahrschule aus dem Bodenseekreis erfolgreich dagegen gewehrt, dass normale Autofahrschüler wegen Corona keinen praktischen Unterricht erhalten durften. Erlaubt waren zuletzt nur Fahrstunden für Angehörige von Hilfsorganisationen sowie für Bus- und Lastwagenfahrer. Die Richter räumten ein, es gebe in dem geschlossenen Raum des Fahrzeugs ohne den gebotenen Mindestabstand bei zugleich dauerndem Gespräch zwischen Fahrlehrer und Schüler ein erhebliches Infektionsrisiko. Das Bundesland habe aber versäumt darzulegen, warum es eine landeseinheitliche Regelung erlassen habe. Die Kommunen weisen ja sehr unterschiedliche Werte bei den Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen auf. Außerdem, Fahrschüler und Lehrer bewegen sich selten über die Landkreis- oder gar Landesgrenzen hinaus und so viele Leute wollen jetzt sowieso keinen Führerschein machen, so das Gericht. Fahrschulen reihen sich also ab Montag in die wieder geöffneten Bereiche ein. Der Nachrichtenhappen, der Aufreger des Tages. Sie sollten eigentlich ein Schmuckstück sein, die Einsteinzahlen im Treppenabgang zur neuen Bahnhofspassage bei den Sedelhöfen. Der Ulmer SPD sind sie jetzt aber zum Dorn im Auge geworden. Taubendreck auf den Zahlen verunreinigt das Denkmal, nur wenige Monate nach der Eröffnung. Die SPD wendet sich deshalb mit einer Forderung an Oberbürgermeister Zisch. Sie regt an, dass die Einsteinzahlen mit einem Schutz gegen Tauben versehen werden und bittet dringend darum, das Denkmal reinigen zu lassen. Die Planungen der Verwaltung, mit betreuten Taubenhäusern den Tauben in der Innenstadt Herr zu werden, begrüßt die Ulmer SPD. Schmunzeln musste man aber vor allem wegen der Überschrift der Forderung: Exkremente auf dem neuen Einstein-Denkmal. Ich hatte wirklich kurz Angst, die Bilder zu öffnen. Wer weiß, was Leute nicht so alles machen, wenn sie keine Toilette in der Nähe finden.
Von dem her, ich bin eigentlich ganz froh darüber, dass es um Taubendreck geht. Trotzdem sollte sich da vielleicht mal jemand einen Kiebel und einen Lumpe besorgen, um die Zahlen wieder zum Glänzen zu bringen. Falls Sie sich also berufen fühlen, aber vermutlich haben Sie an diesem schönen Tag bzw. Abend Besseres zu tun. Deshalb schönen Feierabend. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.